Gut. Wieder ein Angriff. Ich wollte gerade umschwenken. Oh, was hat das hier alle schon so lange gedauert? Mal kurz geguckt. Ich hätte ganz gerne bei Prag angegriffen, aber da sind alle anderen unterwegs. Komm, da fährt der Oberst durch. Der macht das jetzt. Oh Mann. Oh Mann. Das ist meine Ecke. Ich gehe noch mal rein. Oh, der kommt zurück. Und der sieht mich als erstes. Nee, doch nicht. Oh, das ist jetzt sehr mutig. 90% der Fälle geht das. Aber Glück gehabt. Oben. Das ist echt schlecht. Ah, oh, dann natürlich Kopfschuss. Wenn dann. Dem Scheißteil muss ich nämlich anlegen. Deswegen durfte der eine Zehntel früher zuhauen. Angriff. Den Leute im Verein. Steht unser APC noch? Schon weggefahren oder zerstört, aber eher weggefahren als zerstört. Diesmal wird es deutlich schwieriger, weil der Gegner Unterstützung hat. Keine Ahnung, den finde ich nicht wieder. Drauf gehst, habe ich ein Problem. Boah, hat mich das wieder geärgert. Ah, da sieht mich der Panzer. Ich stehe hier auch auf einer Straße. Zwei gegen zwei. Oben, es müsste von unten einer reinkommen. Sag ich ja. Vielleicht kommt noch einer. Ob ich den noch schaffe. Hier drüben müsste hier. Ja, Freunde, die Treppe ist von mir immer besetzt.
unser Turm. Ja. C1 war zu knapp. Wenn ich jetzt rübergelegt hätte, hätten wir den Punkt nicht bekommen. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall einen Fuß in der Tür. Zack. Oh, ein bisschen risky, wenn da oben einer drin sitzt, bin ich am Arsch. Ansonsten sichern wir erstmal unten links. Also schön einfach. Weil der Weg dorthin einfach gut geebnet ist, dadurch, dass wir den Fluss nicht mehr überqueren müssen, können wir hier wunderbar über die Flanke angreifen. Andererseits sind die alle schon hier. Ja, natürlich Kopfschuss. Wie sieht's aus? Kriegen wir das hinten gehalten? Das sieht erstmal ganz manierlich aus. Erstmal Angriff auf O3. Die sind alle ziemlich weit unten alle auf dem Platz. Wollen wir mal gucken. Greifen wir an beiden Punkten gleichzeitig an. Wollen wir mal schauen, auf welche Seite sie jetzt erstes reagieren. Volles Risiko. Roland macht seine Solo-Nummer. Werde ich nicht schaffen, weil die anderen hier gleich spawnen. Deswegen Defensivposition einnehmen. Muss ich nochmal nachsetzen. Stellung halten. Könnte ich beides verteidigen. Dafür sind wir zu druckvoll. Und jetzt auch zu viele. So, was wir gar nicht wollen, ist, dass wir O2 kriegen. Ansonsten war das perfekt gespielt. Sortieren wir uns. Gucken uns die Sache kurz an. War nichts zu machen, ne? Die waren alle unten bei O1. Ich stehe alleine. Ja, dann kriege ich ein paar Mann Verstärkung und dann waren die unten noch am Kämpfen. Also wir mussten jetzt einen der beiden Punkte kriegen. Ich habe zwar gedacht, die sind jetzt alle rübergezogen zu uns, aber haben sie nicht gemacht. Die haben sich alle auf dem Flughafen verzogen. Junge, die haben sich aber eingegraben hier. Nur noch eine. Gerne. Ja, markiert ihr nicht mehr, danke. Oh, die sind ja schon alle drin im Punkt. Hallo, ich komm doch erst. Also ich habe hier noch gerade den Gemütlichkeitsfaktor. Und dabei starten die hier schon den kompletten Overrun. 9-0, keiner mehr da, das war's. Das war ja fast schon easy. Ja, die waren gerade überfordert mit allem. Die waren dann gespawnt oben, die mussten dann erst zurück und ja, das war dann durch. Ja.
Ja, ich bin Erster. So, auch zur letzten Runde. Das war ja heute fast schon zu erfolgreich. Ja, das beste Spiel war wie immer das erste. Das war echt gut, das war packend, das war spannend. Und jetzt male ich mir eigentlich aus, dass wir das hier ganz gut gewinnen. Ich komme zu spät jetzt. Fürs Punkte sammeln komme ich zu spät, da bin ich zu langsam. Einer hier zur Bewachung. Einen haben sie da gelassen. Wenn er reinkommt, ist er dran. Leute, ihr müsst aufpassen. Das zählt aber auch für unsere Leute. Vom Transhütten SV. Die spawnen jetzt gerade hier. Kommen wir dran vorbei. Der läuft auch dran vorbei. Jedes Molekül bewegt sich. Oh, Handgranate. Ah, der Pech gehabt. Die ist ganz dumm geworfen, da konnte er nichts gegen machen. Der Boss ist immer stark, schnell und meistens immer so, der als erstes schießt, gewinnt. Boah, da rettet mich meine Reaktion. So, sieht gut aus. Ja, das muss. Damit würde ich sagen, ist die Nummer jetzt durch, weil jetzt ist gefestigt, jetzt stehen wir. Haben wir doch gut gerettet. Das hätte ja mit dem APC und so alles anders hätte laufen können. Und jetzt ist ja quasi Wälder-Taktik. Ja, und dann. War dumm von ihm rauszulaufen. Ja, jetzt ist. Wo will er denn jetzt hin? Spawn-Camping für Fortgeschritten, oder wie? Und da campt einer hinten mit dem MG. Boah, Alter. Ja, in Punkt reinstellen, warten, bis das Spiel vorbei ist. Das ist ja wieder der Abartige. Ich habe gedacht, das ist, keine Ahnung, APC oder so. Was da drüben noch rumsteht, aber ist ja gar nicht. Oben sitzt erstmal keiner. Leute, kann dann mal einer von der Seite kommen? Das kann nicht sein, dass zwei Leute auf den Eingang da zielen und warten, dass da einer kommt und am Ende passiert da gar nichts. Ja, ich gehe dran vorbei, erschieße die beiden und der dritte, auf den alle warten hier bei der Tür. Leute, wir hatten es gerade eben super im Griff. Und plötzlich sind wir auf einmal wieder die gearscht.
So. Jetzt werde ich garantiert fallen. Ne, noch nicht. Ah! So schnell kann ich dann auch nicht mehr. Ja, bis ich das APC wieder dahin geparkt habe, dauert es eine Weile. Ich check bei Oberst mit auf. Ich war komplett außen durch. Und es wird nur noch im Busch gecampt. Es ist wieder abartig. Richtig krank. Warum lassen sie den Oberst durchfahren? Das verstehe ich nicht. War das zu schwer? Der Kill? Oh, ey, das ist wirklich immer die Trantüten. Die machen dir das Erleben am schwersten. Die Trantüten. Der rennt einfach durch, hat in dem Moment einfach nur Glück. Muss man aus APC da hinten rankommen. Ach komm, ey, da kommen 1 Million Mann immer gleich raus. Müssen an das APC rankommen. Darf ich heute noch spawnen oder ist das heute eher nicht so? Nochmal knapp, wir hatten das eigentlich sehr gut unter Kontrolle. Aber wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich einfach zu viel Glück hatte zum Anfang und jetzt kein Glück mehr habe. Aber wenn du erstmal drin bist im Punkt, ist erstmal alles gut. So, jetzt gehen wir weit außen rum. Gucken, ob da das APC steht. Aber der müsste das eigentlich dann sehen. Ja, APC reicht. Hätten es aber noch eins. Oh, wir kriegen halt keinen Punkt, das gibt's auch gar nicht. Einen harten Weg. Fallen immer auf denselben Trick rein. Leute, das kann immer echt nicht sein. Er will die gegen solche Transusen hier noch verlieren. Bleib jetzt mal kurz hier. Verteidige mal. Rauskriegt, dass ich hier bin. Himmel, Herrgott, es kann immer nicht sein, dass sie mich immer sofort finden. Ach, das scheiß Aluminium dazwischen.
kommen gerade nicht an ihr APC ran, das ist unser größtes Problem. Das bin ich. Oh, der Lucky Headshot des Jahrtausends. Was du angelegt hast, bist du zweimal tot. Ich muss jetzt einmal drum rumkommen. Jetzt einmal. Ich weiß, wo ich hin muss. Die Frage ist, ob ich da rankomme. Volles Risiko. Ah, natürlich, sofort gesehen. Ja, die stehen mit. Die schießen von der falschen Seite ran und dann war's das, ne? Da kommen wir nicht mehr ran. Ja, die passen drauf auf und unsere nicht und damit war's das. Ja. Jetzt habe ich ihn natürlich noch mit drauf gekriegt. Wir müssen da hinkommen. Der campt. Ich bewache immer noch das APC. Die kommen mir jetzt gleich entgegen. Party auf dem Strand hier. Danke. APC steht trotzdem noch da. Wörtchen fährt jetzt außen rum. Ah, es ist wieder. Es sitzen immer zu viele außen bei denen. Es sitzen immer alle außen und warten. Das ist immer unglaublich. Auf die 50, jetzt versuchen wir mit zwei Leuten zu flankieren. Beschissen. Gehen wir noch mal kurz mit. Jetzt. Der Schlag war tödlich gegen das APC, der war jetzt noch mal echt bitter. So. Das Melder-Spiel. Wer gegen wen als erstes? Vordersten Punkt besetzen.
Oh! Er wieder mit Lucky Headshot und ich krieg zwei. Ich habe mehr Kills als Oberst. Aber klar. Das Problem ist, wir haben drei Punkte. Wenn der Gegner nur gerade aufs APC zielt, das kannst du nicht. Oh, war das. Also manchmal, ne? Aus der Hüfte schießen. Manchmal, ey. So viel dazu. Ich krieg mehr Kills als Oberst. Jetzt war ich tot. Ja, zweimal dumm gelaufen. Einmal mit dem APC, einmal mit Dings. Und bimmel die bammel die bumm. Hat der Gegner wieder die ganzen Punkte. Fest. Ja, nicht gesehen. Ja, die campen wieder. Aber wirklich, in Campen sind die Leute immer absolute Spitze. Da wird wirklich alles genutzt. Ja, jede einzelne Ecke, die irgendwie ist. Ja, ich habe gar keine Zeit, stundenlang da nachzugucken. Die müssen ja wirklich Wochen, Monate, teilweise Jahre damit verbringen, zu gucken, welchen Punkt, wo kann ich mich jetzt hier am besten reinbuggen. In irgendein Fenster. Wo stehen wir dann am sinnvollsten, ne? Den APC rangeholt. Hast du mich gesehen? War gerade so ein bisschen auf Verstärkung. Problem ist. Lass sie doch einfach noch fallen, dann kriegen wir die beiden auch noch. Ich sag, wenn du dich erstmal festgelaufen hast, das nächste APC, ja, APC steht da, von denen wieder rechts hinten in der Ecke. Standardmäßig. Oh, Oberst. Der wird sich wieder denken, wie fährst du? Das ist ja auch dafür gedacht, hier einmal außen drum rumzukommen und nicht fünf Leute mitzunehmen. Es ist halt, wenn wir hier gerade wirklich um alles spielen. Wirklich jeder Stein ist genial hier. Hinter dem unten einfach vorbeigelaufen. Meinst du, der liegt noch? Ich würde da auch gerne. Ich würde gerne weiterkommen. Ach, der andere hat gerade nachgeladen. Ich wollte gerade aus der Tür raus und dann hätte ich den auch erschossen. Ach Mann, ey.
ist vollkommen schnurz, wo ich hier den Angriffsbefehl gebe. Wirklich, manchmal, ne, dieses Pech, was du dann hast, wo du dich wieder irgendwo festhängst, festbackst, ne? Da habe ich Glück, dass ich den überhaupt noch erschossen kriege, weil ich da irgendwie so dumm in der Ecke drin hänge. So, rüber. Oh, was kommt? Durch da. Da werden gleich drei MGs hin. Und Esmin. Oh, es ist wieder soweit. Pay to win. Pay to win. Wer am meisten Geld ausgibt, gewinnt. Dieses Esmin, wirklich. Das ist... Wenn sie das rausnehmen bei HNG2, dann haben sie schon mal ganz, 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 ganz viel richtig gemacht. Ja, weil das ist so das Wichtigste überhaupt. Esmin rausnehmen. Da hatte ich keine geladen, hätte ich mal nachgeladen. Aber ist okay, die Granate geht rein. Eine Aktion noch, wenn ich noch einmal außen irgendwie drum rumkomme. Und das APC ran, dann haben wir nochmal ganz gute Karten. Wer sniped denn hier? Wenn ich den nicht finde, bin ich tot. Er kommt im richtigen Moment. Es stehen jetzt auch mittlerweile da zwei APCs. Dagegen reichen meine Wurfminen nicht. Ich habe einfach nicht so viel. Der Gegner hat jetzt dreimal Überlegenheit. Das werden wir nicht mehr kompensieren können. Das ist zu viel. Da brauchen wir jetzt richtig viel Glück. Der kommt schon schießend um die Ecke rum. Natürlich beide mit, hat er gewartet. Wenn wir jetzt hier nicht schleunigst noch irgendwie einen Mann dazu kriegen, dann wird das nichts mehr. Der Headshot, der war wieder mal so lucky. Der war so wichtig eben. Nicht mehr aufrücken. Mitte besetzen. Ja, von wo der Gegner kommt. Geht nicht darum, die zu erschießen, sondern einfach nur fernhalten. Jetzt sind wir Zeit runter von der Uhr. Wo
Und das macht jetzt den Libero die letzten 3 Sekunden in der Ecke sitzen, da ist er spitze. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das jetzt noch kriegen. Klar, bisschen Glück gehabt. Was soll's. Ich mach noch zu. Warte ab. Und jetzt sitzen wieder die 3 selben oben. Aber das haben wir verdient. Aber das ist auch das, was ich immer mal wieder gebraucht habe. Weißt du, so eine knappen Dinger, wo eigentlich jetzt klar war, ja, mit 3 Mann weniger, ob wir das noch hinkriegen. Aber dann ist es auch die individuelle Klasse, die wir dann auf dem Platz haben, die das dann auch ausreichen kann. Ja, noch ein bisschen Glück gehabt. Weil statistisch nehmen wir uns alle nichts. Ja, das ist, wir spielen alle ungefähr dasselbe Niveau. Ja, Hollywood hat ein bisschen weniger Eroberung. Aber ansonsten mit Oberst, das ist nichts. Ja, das ist kein Unterschied. Ja, einfach Glück, wenn er ein bisschen besser läuft, hat er mehr. Wenn nicht, dann ist okay.